An Ostermontag 1991 um 23.30 Uhr wird der Treuhandchef Carsten Rohwedder durch das Fenster seines Wohnhauses erschossen. Bis heute halten sich Theorien darüber, dass es möglicherweise ein Ex-Stasi-Scharfschütze gewesen sein muss, der Rohwedder unter diesen Bedingungen getötet hat. Wir haben hier auf einem Schießplatz die Situation nachgestellt und festgestellt, man muss kein Scharfschütze sein. Wir haben an diesem Schießstand einmal ausprobiert, ob ich, der hier noch nie geschossen hat, überhaupt noch nie mit einer solchen Waffe geschossen hat, treffen könnte. Auf fast 60 Meter hat das bei den Proben hier doch ganz gut funktioniert. Ich habe selber die ersten Schüsse meines Lebens abgegeben und habe nicht schlecht getroffen. Viel mehr dazu in unserem Spezial-RAF-Rätsel bei Phoenix.